nominiert für den WTT Young Leader Award 2021 in Managementkonzeption sind Team Inventix. Wie kann die eigene Applikation für Software-Updates modernisiert werden und wie schafft diese ein positives Kundenerlebnis? Inventix ist verlässlicher IT-Partner für führende Finanz- und Versicherungsdienstleister. Das Angebot des Unternehmens umfasst IT-Dienstleistungen für digitale Geschäftsmodelle. Unser Auftrag war es, für die Inventix ihr bestehendes Software-Updates-Tool zu modernisieren, mit dem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Effizienz. Das Resultat hat für uns sehr hohe Relevanz, da wir ein bestehendes Tool ablösen, das nachher auch Banken werden benutzen, wie auch unsere internen Mitarbeiter. Wie sie sich die Arbeit aufgeteilt haben im Team, wie sie trotzdem zusammengearbeitet haben, wie also die Zahnräder ineinander gegriffen haben, um eigentlich in wirklich kurzer Zeit ein umfangreiches Softwareprojekt umzusetzen. 33.000 Zeilen Code, mehr muss ich dazu nicht sagen, das war klasse. Wir sind der Meinung, dass unser Team gewinnen sollte, weil wir wirklich ein super Produkt auf die Beine gestellt haben, wo wir viel Herzblut hineingesteckt haben und auch einige Nachtstunden dazugekommen sind. Mit Simon Roth, Projektleiter, Jason Elser, Marc Nielsen, Yannick Sander und Jonas Vogel. Team Raiffeisenbank Regio Uzwil. Wie gelangt ein gesunder Lebensstil in den Berufsalltag und welches ganzheitliche und innovative Konzept fördert diesen Lebensstil? Die Raiffeisenbank Regio Uzwil hat 4 Standorte und gehört als Genossenschaftsbank zur Raiffeisengruppe. Das Unternehmen will erstklassig bleiben mit Diversität, Förderung und Weiterbildung sowie proaktivem Gesundheitsmanagement. Wir haben den Auftrag von der Raiffeisenbank Regio Uzwil bekommen, ein Gesundheitskonzept für ihre Mitarbeitenden zu entwickeln. Wichtig war, dass es auf die Eigenverantwortung ausgelegt ist und die körperliche und die mentale Gesundheit abdeckt. Der nächste Schritt, der das Ergebnis auslöst, ist eigentlich, dass wir jetzt wahrscheinlich von diesen 5 die 2 bis 3 wichtigsten Themen rauspicken und da die Strategie einflüssen nehmen. Ich denke, dass ich den Studenten auch unterstützen kann bei der Eingrenzung des Themas Gesundheitsmanagement und vor allem auch das schwierige Thema von der psychischen Gesundheit ihnen auch ein bisschen näher bringen. Wir werden uns noch sehr lange zurückerinnern an das ganze Projekt und natürlich an einen speziellen Moment, und zwar ist der Kreativworkshop, in dem wir unsere Massnahmen schlussendlich entwickelt haben. Mit Yannick Krüsi, Projektleiter, Denis Acrostelli, Emanuel Girardi, Ramona Klein, Dominik Kündig und Agnese Lolli. Team zur Rose Swiss. Was bringt die automatisierte Medikamentenbewirtschaftung in Arztpraxen und welche Empfehlungen sind daraus abzuleiten? Zur Rose Swiss ist eine Tochter der Zur Rose Gruppe und eine führende Apotheke der Schweiz. Sie trägt dazu bei, die Kosten im Gesundheitswesen zu senken und stellt eine hochwertige sowie sichere pharmazeutische Versorgung sicher. Unser Auftrag war, den Nutzen des Medikamentenautomaten zu quantifizieren. Für Zur Rose Schweiz haben wir den Prozess aufgenommen, simuliert und in den verschiedenen Arztpraxen in der ganzen Schweiz gemessen und so das bestmögliche Resultat erzielt. Zur Rose möchte Arztpraxen Lösungen bieten, um im Alltag Zeit zu sparen. Und die deutlichen Resultate zeigen uns, dass wir mit unserem Angebot vom Medikamentenautomaten auf dem richtigen Weg sind. Die größte Herausforderung war sicherlich, dass eine sehr komplexe Aufgabenstellung messbar gemacht werden musste. Und dafür erfordert es ein sehr präzises methodisches Vorgehen. Das ist den Studierenden überaus gut gelungen. Besonders stark bei uns war sicher, dass wir Feldstudien gemacht haben in der ganzen Schweiz, also Anzahl 3. Das war sehr außergewöhnlich. Wir haben das nicht gelernt und darum war es, glaube ich, für jeden von uns etwas Neues. Und ich glaube, im Nachhinein haben wir das sehr gut meistern. Mit Martin Guler, Projektleiter, Michel Berli, Robin Ochsner, Rico Schmid, Ladina Tellenbach und Melissa Weibel.